Ich habe letztes Mal diese Ethernet-Wiederholung gemacht. Ich möchte jetzt hier noch kurz über die schnelleren, etwas flinkeren Ethernets als das 10 Megabit erzählen. Und ich habe beim letzten Mal an dieser Stelle noch sowas wie einen Star-Controller erwähnt und über das Konzept gesprochen, die zentrale Motivation für das 10BASE-T, also diese Hub-Architektur oder die Stern-Architektur für lokale Netzwerke war, dass man die existierende Verkabelung benutzen kann und insbesondere auch schäbigeres Kabel, schäbiger im Sinne von elektrischer Eigenschaften, die übertragbare Bandbreite zum Beispiel, verwenden kann. Also so ein vierdrahtiges CAT3, CAT4-Kabel benutzen kann, Standard-Telefonverkabelung. Diese Telefondrähte, die kommen also hier an, beziehungsweise gehen hier ab, ne, vier Stück, hier auch vier Stück, zwei Upstream, zwei Downstream. Eventuell wird hier das Signal noch ein bisschen verstärkt. Und das Eigentliche, was hier zentral stattfindet, ist eine Bustopologie zu machen. Ja, das sternförmig verkabelte Netz, da muss ja irgendwo diese Möglichkeit gegeben werden, dass die Pakete kollidieren können, weil das Zugriffsverfahren ja so funktioniert. Wir müssen also Kollisionen schaffen, beziehungsweise wir müssen diese Broadcast-Topologie irgendwie schaffen. Wenn da oben diese, wie viel sind es, 2, 4, 6, 6 Leitungen ankommen, und da müssen wir hier irgendwie schon hinkriegen, dass ein hier ankommendes Paket hier zu den möglichen Empfängern rausgehen muss. Und ja, es muss auch ein Broadcast möglich sein, es muss auch an alle gehen können. Zum Beispiel, damit der ARP funktioniert. Oder andere solche Broadcast-Pakete ankommen. Ich meine, der Regelfall der Übertragung ist natürlich der Regelfall der. Das meiste an Frames, was da übertragen wird, geht natürlich schon nur zu einem hin, aber aus pragmatischen Gründen, weil wir das mit den Kollisionen irgendwie brauchen. Und insbesondere wegen der Broadcast-Topologie müssen wir hier drin so ein Stück gemeinsames Medium haben. Das hier kann man auch ganz passiv und primitiv ausführen. Man braucht da nicht mal hier diese Verstärkung bzw. das Signal wieder schöner machen. Das macht man, wenn man mal ein paar, wenn man da Strom hat, ein paar Euro investieren kann. Die ersten Star-Controller von diesen Dingern haben mich $1200 gekostet, ne, die ich kannte, für 8 Ports. Und die großen, in Anführungszeichen, industriellen von solchen Firmen, die 3Com oder sowas und Cisco, die haben da nochmal eine Größenordnung mehr gekostet. Also, aber selbst mal heutzutage machen auch Hubs für 20 Euro oder sowas eine Verstärkung, obwohl sie es eigentlich nicht braucht. Und im Internet finden Sie auch Kochrezepte, wie man sich einen Hub basteln kann, ohne, also einen völlig passiven Hub, kein Strom rein. Okay, also hier drin wird im Wesentlichen die Bustopologie hergestellt. Dass man da auch noch schönere Sachen machen kann, das ist mal dahingestellt. Man kann zum Beispiel rauskriegen, ob es ein gültiges Paket gibt und hier einen der den Sender der anderen Ports abklemmen, damit, wenn man erstmal festgestellt hat, dass es hier ein gültiges Paket hat, keiner, der nicht anständig funktioniert, das Paket noch kaputt machen kann. Man kann zum Beispiel auch managen, so wie drüben im Wohnheim, das Studentennetz, die AG Stunet, die managt das ja. Das heißt, wenn jemand seinen Beitrag nicht zahlt, dann kann man ihm auch hier mal so einen Port stilllegen oder sowas.
Aber dann braucht man hier unten diese Management-Funktionalitäten und in der Regel sitzen die dann auch mit einem Ethernet-Chip hier an diesem Bus dran. Also das ist aber was extra, diese Management-Funktionalität. Und viele haben es, ich meine, das Ding für 10, 20 Euro, was man da irgendwo im Internet-Auktionshaus kauft, das hat das in der Regel nicht, Management-Funktionalität. Heutzutage läuft da drin übrigens dann auch noch ein schöner Webserver, bei denen die managebar sind, und dann geht man über den Port 80 ran und kann dann da einzelne Ports abschalten und hier solche Ports abschalten oder auch nicht. Also die unmittelbaren Vorteile sind von so einer Sterntopologie, dass man eine anspruchslose Verkabelung benutzen kann. Und so ein Telefondraht irgendwo noch in existierenden Kabelkanal hinein reinzukriegen, das ist nicht schwer. Wer schon mal versucht hat, da ein Koaxkabel reinzustopfen, gerade das dicke Gelbe, ne, so ein Eumel, da muss man schon eher irgendwelche Kanäle haben, die man aufschrauben kann oder aufklappen kann, um das dann noch reinzukriegen. Na gut, also viel anspruchslosere Verkabelung. Und jetzt kommen wir hier zu den schnelleren Ethernets. Und da stellt sich raus, dass die in der Bustopologie nur noch schwierig zu machen sind. Hier steht, CSMA/CD funktioniert bei dieser Geschwindigkeit nicht mehr dezentral. Dezentral in dem Sinne, wenn wir ein Kabel hätten, das bei allen vorbeigeht, und wir wollten das mit 100 Megabit betreiben und dann CSMA/CD so veranstalten, wie wir uns das hier, ne, wie wir uns das hier ausgedacht haben, dann würde die Collision Domain schrumpfen, oder, also in der Größe schrumpfen. Wir hatten es ja ausgerechnet, ich hatte es ausgerechnet, dass wir hier bei 10 Megabit, ne, hier unten Kollisionsfenster, Laufzeit, zweimal die Laufzeit, dass wir bei 10 Megabit hier 464 Bit hätten, wenn wir auf derselben Distanz mit 100 Megabit eine Collision Domain auf einem Koaxkabel veranstalten wollten, hätten wir dann schon 4600 Bit. Also schon Pakete, die irgendwie 500 Byte lang sind oder so. Über 500 Byte lang sind. Frames. Oder man macht hier das Kollisionsgebiet kleiner, also geringere Distanzen überwinden, aber das ist jetzt auch nicht so schön. Also, es funktioniert durchaus noch dezentral, die Bemerkung ist etwas mutig da, aber es ergeben sich Einschränkungen, die den Einsatz in der Praxis nicht mehr so attraktiv scheinen lassen. Formulieren wir es mal so herum. Wenn man Sterntopologie benutzt, dann hat man übrigens auch noch die Möglichkeit zu vermitteln. Und über Vermittlungstechnik, da müssen wir dann noch sprechen, über Paketvermittlung bzw. Rahmenvermittlung, das kommt dann ein bisschen später. Aber das könnte man dann sozusagen in den Star-Controller hier nachrüsten. Oh, jetzt fällt mir noch was ein zu diesem Punkt. Der Herr Gommlich hat mich darauf angesprochen, letzten Donnerstag noch, nach der Übung. Er ist gefragt worden in der Wikipedia, wikipedia.de, steht drin, dass die Hubs auch die Kollisionserkennung veranstalten. Das steht in der deutschen Wikipedia, na, etwas harmloser drin, etwas, da steht irgendwie sowas von häufig auch beitragen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, wir haben uns doch nochmal nachgeforscht, die Sache nochmal nachgegangen. Da steht halt mal in der Wikipedia was drin, insbesondere in der deutschen, was unzutreffend ist. Wir haben dann uns auch mal erlaubt, auf dieselbe Seite in der englischen Wikipedia die anzusehen. Da kann man ja ganz einfach hier links klicken, ne? Englisch. Und da steht nichts von Collision Detection. Oder, naja, am Rande, aber nicht als Aufgabe von so einem Hub.
Gut, das nur so noch so als Bemerkung hinten dran. Also, man hat sich früh bei dem 100 Megabit Ethernet schon für eine Sterntopologie oder sagen wir mal alternative Verkabelungstopologie als diesen Bus entschieden. Da gibt es das 100 VG AnyLAN, das ist auch standardisiert, 802.12, gerade nicht als Ethernet. Demand Priority heißt das. Das ist ein anderes Zuteilungsverfahren, das so baumartig funktioniert. Das ist ein binärer Baum und wenn einer was zu schicken hat, dann sagt er das mal, na sagen wir lieber einen Baum, dann schickt er das mal aufwärts und der erste Knoten, der sammelt sozusagen die Requests, dass da was geschickt werden soll, und sagt allen, die dranhängen, minus eins, ihr dürft nicht schicken und lässt nur den einen durch. Und das geht dann weiter nach oben, bis man an der Spitze vom Baum ist. Das ist Demand Priority. Das ist eine Zeit lang auch produziert und vertrieben worden, hat aber dann doch nicht richtig Fuß gefasst. Was man benutzen kann ist, jetzt gibt es dann noch weitere Standardisierung, das 100 Base T4, das 4, das steht hier für 4 Adernpaare. Die können mit Kategorie 3, 4 oder 5 Kabel, Kategorie 3 auch, also ziemlich anspruchsloses Kabel, also die Dicke der Kupferadern ist einfach gering, immerhin einen Radius von 100 Metern überdecken. Einen Radius. Also von so einem Star-Controller bis zu den Endgeräten kann der Draht maximal 100 Meter lang sein, steht zumindest in der Spec drin, ne? In der Spezifikation. Dummerweise ist die Symbolrate auf 25 MHz beschränkt, auf so einem Cat3-Kabel. Man kann mal nachschauen, hat man ja auch mal irgendwo in Technische Informatik besprochen, welche Kupferdrahtdicke welche Bandbreiten zulässt und jetzt wirklich Bandbreite im Sinne von Frequenzbändern zulässt. Also man kommt damit auf so eine Symbolrate von 25 MHz mit 100 Millionen Symbolen pro Sekunde klappt es natürlich nicht. Das heißt, man muss hier sich was anderes einfallen lassen zur Verwendung von diesen 4 Adernpaaren. Wir können also nicht nur eins von den Pärchen da benutzen. Deshalb ist das so aufgeteilt, dass die 4 Adernpaare, ein Adernpaar geht immer von der DTE, also vom Endgerät, von unserem 100 Megabit Laptop, PC oder auch einem anderen Hub oder Switch, zu diesem Hub hier hin. Eins geht immer von dem Hub zum Endgerät und die hier, die sind in der Richtung umschaltbar. Der Code, der verwendet wird, man nehme 8B, also 8 Bit, die hier ankommen, weil wir nicht alle Paare hier haben, können wir diese 8 Bit nicht einfach hier zweierweise hier übertragen, hier, hier und hier. Ja, wenn Sie hier nachrechnen, durch 8 dividiert, wir hätten also hier 12,5 MHz. Klappt also noch nicht, wenn wir das hier dann übertragen würden. Einfach so. Man nimmt deshalb einen 8B6T-Code, also dreiwertige Symbole, davon aber 6 Stück. Die man dann hier auf diese 3 zum Beispiel, wenn man von links nach rechts, von gelb nach blau überträgt, würden wir auf dem hier pro Byte 2 Symbole schicken, auf dem hier pro Byte 2 Symbole, auf dem hier pro Byte 2 Symbole. Weil die Byte-Rate ja 12,5 Megabyte pro Sekunde sind und wir auf jeder von diesen Leitungen 2 Symbole schicken müssen, 2 Ternäre pro Byte, haben wir dann also eine Symbolrate von 25 MHz. Dreiwertige Symbole.
dass hier noch ein bisschen was übrig bleibt, ne? 6t, das ist ja mehr als die 256 Werte, damit kann man ja mehr als 256 Werte repräsentieren. Das kann man noch zum Formen des Signales oder andere nützliche Dinge verwenden. Also insbesondere gibt es hier zu beachten, dass wir relativ schäbiges Kabel benutzen können. Was sich eigentlich durchgesetzt hat, das ist das 100 Base TX. Da müssen wir eigentlich Kategorie 5 Kabel verlegen, dicker. Es reichen eigentlich zwei Adernpaare. Die wollen weil man Fehlerkorrektur gerne hätte, beziehungsweise ja, das Signal geschickt formen möchte, jetzt kann man sich das aussuchen, hier ist es Signalformung, wenn man eine 4B5B-Kodierung verwendet, also aus 4 binären Symbole sogar 5 binäre Symbole macht, wenn wir bei 100 MHz, wenn wir zum Beispiel Manchester kodieren würden, 100 MHz Datenrate, bei 125 MHz Symbolrate, und das geht schon auch nicht mehr bei Kategorie 5 Kabeln. Deshalb benutzt man diese MLT3-Kodierung, die heißt manchmal auch so. Und der Trick ist, wir nehmen hier unser Byte, 8 Bit, teilen das in zwei Gruppen auf. Die eine Gruppe ist also 0, die andere Gruppe ist E. Und jetzt schauen wir, also wir hätten dann hier 0, 0, 0, 0 und dann 1, 1, 1, 0, binär normal. Und daraus machen wir jetzt mit Hilfe einer Tabelle dieses Bitmuster. Und wenn Sie sich dieses Bitmuster anschauen, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, und das mal hier so aufmalen, dann sehen Sie, irgendwie gefällt mir das noch nicht, irgendwas in der Zeichnung durcheinander geraten. Irgendwas in der Zeichnung ist durcheinander geraten. Oder ich verstehe sie jetzt nicht mehr. Moment. Das muss ich nochmal überprüfen. Das muss ich beim nächsten Mal nachliefern. Da muss ich nachher nochmal gucken, warum. Vielleicht muss ich es auch nur richtig erklären. Okay, ich erzähle das Prinzip mal und um die Zeichnung muss ich mich dann nochmal kümmern. Die Idee ist, dass man, weil man ja mit 4 Bit, also 16 Möglichkeiten, in 32 Möglichkeiten auswählen kann, dass man sich da die richtige Signalform sucht, die man überträgt, so dass wir insgesamt auf der Leitung nicht so viele Nulldurchgänge haben, sondern pro 16, 32 mögliche Kombinationen, 16 Bit brauchen wir nur für Nutzdaten und wir sorgen dafür, dass wir maximal zwei Levelwechsel pro Symbol haben. Entschuldigung, mindestens zwei Levelwechsel, aber auch nicht allzu viele mehr, denn dann, Levelwechsel heißt ja von hier nach hier, von hier nach hier, das heißt, das kann man messen. Aber dann wollen wir, oder will man, sicherstellen, dass wir nicht zu viele,
wenn Sie das hier anschauen, das ist ja hier irgendwie so ein Sinus und hier auch, zumindest der obere Teil, nicht zu viele Nulldurchgänge oder auch komplette Schwingungen haben. Ja, wenn wir das Signal so übertragen würden, so Manchester-artig, dann hätten wir ja pro Bit schon einen vollen Sinus in Anführungszeichen. Das heißt, wir hätten 125 MHz da auf der Leitung. Das muss man reduzieren. Und das macht man eben so, indem man sich für diese 16-Bit-Nutzdaten die richtige Sequenz auswählt, dass wir insgesamt nur auf 31 MHz kommen, weil wir dafür sorgen, dass wir in 32 Nanosekunden nur einen kompletten Sinus maximal haben. So wie hier. Sie sehen ja, dass wir von hier aus gerade hier sind. Und hier einen Sinus haben, das heißt, hier haben wir, wenn wir das als 32 Nanosekunden anschauen, gerade 31,25 MHz. Es gibt noch ein paar Zusatzsymbole, die man da auch kodieren kann. Hier drin, also abgesehen von diesen 16 Nutzdatenkombinationen der 4B-5B-Kodierung. Man kann auf diese Weise mit diesem Leitungscode die Frequenz reduzieren und gleichzeitig auch noch für wenig Gleichstrom im Signal sorgen. Wenn man die richtig aussucht, und man kann das natürlich auch wieder mit so einer dynamischen Tabelle machen, wie wir es beim 4B3T gesehen haben. Was jetzt hier ist mit meiner Zeichnung? Das habe ich noch nicht verstanden. An der Zeichnung muss ich noch entweder arbeiten oder an meinem Verständnis arbeiten, damit ich das besser erklären kann. Offensichtlich gelingt es mir heute nicht richtig. Als nächstes möchte ich noch das Gigabit Ethernet nennen. Das ist dann standardisiert bei 802.3z. Da gibt es verschiedene physische Medien dafür. Einmal Cat5-Cable und wieder anspielende Twisted Pair, Cat5-Cable 100 Meter maximale Entfernung vom Hub oder Switch. Man kann auch Gradienten Multimode Glasfaser benutzen, da kommt man bis zu 500 Meter weit mit dem Unterstandard SX, also 802.3ZSX, kommt man maximal 5 Kilometer weit, beziehungsweise mit dem LX maximal 500 Meter. Und dann gibt es noch dieses CX für Koaxkabel. Das wird auch TwinX genannt. Bei all diesen Varianten muss man jetzt noch ein paar Dinge machen, damit man effizient das betreiben kann, dieses Gigabit Ethernet. Wir haben ja hier pro Mikrosekunde 1000 Bit zu übertragen. Also 1000 Bit mit einem Megahertz, pro Mikrosekunde 1000 Bit. Und 1000 Bit, wenn man 128 Byte, ist ja schon ein erkleckliches Paket. Das heißt, unsere Pakete insgesamt sind in der Zeit nur noch sehr kurz. Und damit man das mit der Collision Domain richtig hinbringt, nur 64 Byte entspricht ja so ungefähr 20 Metern, bei dieser Übertragungsrate und der Übertragungsgeschwindigkeit, also Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium. Das heißt, das ist ja der klassische Ethernet-Frame, der kleinste, wenn noch ein bisschen TCP und sowas drin ist, dann wäre der sozusagen nur 20 Meter lang und dann hätten wir eine entsprechend kleine Collision Domain. Deshalb wird die minimale Framegröße jetzt heraufgesetzt auf 512 Byte.
Das würde aber auch bedeuten, dass wir ja, bei vielen Paketen, die wir verschicken müssen, bei vielen IP-Paketen, die wir in einem Ethernet-Frame verschicken müssen, einfach nicht genügend zusammen haben, um es schon abschicken zu können. Das wäre natürlich ein bisschen hässlich, wenn wir jetzt bei einem TCP-Verbindungsaufbau unsere 64 Byte abschicken wollen und das wird noch gar nicht reichen, ne? Wir brauchen ja 512 Byte. Dann könnten wir gleich noch auf die Wiederholung von diesem TCP-Verbindungsaufbau warten und dann noch auf den nächsten warten und es wird immer noch nicht reichen. Das heißt, man muss als Endgerät sich überlegen, dass Frames entweder aufgefüllt werden müssen, bis sie groß genug sind, Padding, oder auch zum Beispiel, dass man mehrere hintereinander folgende kleine Frames zusammenfasst in einen größeren Frame. Also wir haben da mehrere Datenstücke, die müssten wir dann zusammenfassen in einen größeren Frame. Frame Bursting direkt hintereinander, in Anführungszeichen zusammenfassen, direkt hintereinander schicken, back to back diese Frames. Wir würden nach wie vor volle Frames schicken, aber die wären direkt hintereinander, sodass diese minimale Größe, hier steht minimale Framegröße, im Fall von Frame Bursting ist es eigentlich schon minimale Carrier-Länge. So viel, wir produzieren einfach genügend Carrier, lang genug Carrier, entweder eben mit Padding oder mit Bursting oder Extension, noch was hinten dran hängen. Also, man muss für diese minimale Framegröße sorgen. Wenn wir Twisted Pair benutzen wollen, also hier oben diese Kategorie 5 Unshielded Twisted Pair Verkabelung benutzen wollen, benutzen wir jetzt immer vier Paare. Die werden immer auch Vollduplex betrieben. Allerdings brauchen wir dann natürlich hier auf diesem Pärchen, auf dem und auf dem und auf dem Echo-Unterdrückung. Echo-Unterdrückung war mal teuer, ist jetzt, bei den Datenraten ist es immer noch nicht so ganz einfach, aber heute können wir uns die Funktionen in so einem Signalprozessor noch ganz gut leisten. Aber Sie sehen schon, hier in den Transceivern braucht man dann eben schon einen Signalprozessor, der das macht. Vier Paare Full-Duplex-Echo-Unterdrückung. Es kommen hier 8 Bit vom Interface. Das wird aufgeteilt in 4 mal 2 Bit. Dann haben wir nur hier für die 8 Bit, die hier dann aufgeteilt sind in diese Zweiergrüppchen. Das verschicken wir als Symbole. 125 Megasymbole pro Paar. 125 Megabaut. So, was packen wir jetzt in ein so ein Baut hinein, in ein so ein Symbol? Das heißt 4D PAM, das Verfahren, PAM 5. Man nehme also 8 Bit und packe die in 10B-Kodierung hinein. 2 Bit werden auf 5 Werte abgebildet. Wir können also 256 Werte in 625 Symbolwerten kodieren. Davon nehmen wir 512 für eine Trelliskodierung. Hier ist nämlich Fehlerkorrektur schon dann ziemlich nützlich. Und die restlichen 113 benutzen wir auch noch für Kontrollfunktionen. Damit kann man dann Frame Start und Frame End symbolisieren oder sowas wie ein Abbruchszeichen symbolisieren. Das haben wir uns ja beim ADAC auch schon mal angeguckt, was es da alles für Sonderzeichen geben könnte. Und der Empfänger, der wird zum Beispiel einen Viterbi-Decoder benutzen, um hier die Trellis, den Trellis-Code, die Fehlerkorrektur zu machen. Gigabit Ethernet. Ich möchte jetzt noch ein wenig über Wireless LANs sprechen. Die Wireless LANs sind also als Zusatz unter den
unter dem 802er Standard eingezogen als 802.11 mit einer eigenen Media Access Control Infrastruktur über den Mac, den neuen Mac Layer. Hier müssen wir noch ein bisschen sprechen. Und dann gibt es darunter viele Physical Layer, drahtlose Physical Layer. Sehr häufig werden für die Wireless LANs dieses 2,4 GHz Band benutzt. Industrial, Scientific and Medical Band heißt das ISM eigentlich. Das 2,4 GHz Band, da können wir auch Funkfernsteuerung veranstaltet, so für Rennautos, für Kinder und Junggebliebene. Und außerdem werden dann die Mikrowellen veranstaltet, die Mikrowellenherde. Die Mikrowellenherde sind eigentlich schön in Blech gekapselt, ne? Und selbst vorne, wenn man reingucken kann, ob das Wasser schon kocht, wenn sich das da dreht, da sind ja auch so Löcher im Blech. Faradayscher Käfig fällt einem da gleich wieder ein. Damit die Mikrowellen da auch nicht so leicht raus können aus dem Mikrowellenofen, immerhin produzieren wir da so Frequenzen von 2,4 GHz mit ein paar hundert Watt. Also, wenn der Mikrowellenofen laufen würde ohne diese Schirmung außenrum, dann wird unser Wireless LAN wahrscheinlich schon nicht mehr so gut gehen und das vom Nachbarn im Zweifelsfall auch nicht. Ich möchte Sie übrigens bitten, davon Abstand zu nehmen, die Mikrowelle zu zerlegen und Ihren Nachbarn da das Internet zu vermiesen. Abgesehen davon, dass man es nicht darf. Fernmeldeanlagengesetz und so weiter. Also in diesem Band, da tummeln sich jetzt ganz viele. Deshalb ist auch die wichtigste Regel in diesem Band, außer man ist ein Mikrowellenofen, dass die Sendeleistung stark begrenzt sein muss. Deshalb darf man sich zum Beispiel auch nicht einfach so einen WLAN-Router kaufen und hinten mal richtig so eine dolle Antenne anbauen. Oder vielleicht noch einen Verstärker an die Antenne anbauen, damit die Reichweite besser wird. Da gibt es also ganz genaue Vorstellungen, wie viel Milliwatt Sendeleistung diese Geräte haben dürfen. Hier unten drunter all die Unterschiede, die man dann auch immer gerne in der CT liest und die auf den bei den Routern, bei all diesen Wireless Access Points, Routern mit integriertem Wireless LAN, hinten drauf gedruckt sind. Da steht dann also dann 802.11 A, B, G, N, Z und all solche lustigen Kürzel. Das steht für unterschiedliche Modulationsverfahren, also FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum, weil es 2,4 GHz Band so populär ist, gibt es da viele, die stören, wenn wir nur eine Frequenz benutzen würden. Deshalb ist es eine gute Idee, zwischen den Frequenzen herumzuhüpfen, so wie wir das in der technischen Informatik kurz besprochen haben. Das Direct Sequence Spread Spectrum hier drin ist auch so ein Kandidat, um da drin die verschiedensten unterschiedlichen Frequenzen auszuprobieren. Oder nicht auszuprobieren, sondern zu verwenden, damit man nur gelegentlich gestört wird. Dann gibt es das hier noch, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Das wird gerne auch, ich glaube, das wird dieses hier im 5 GHz Band veranstaltet. 5 GHz kommt natürlich noch schlechter durch Fenster und Türen und sowas durch. Ja, sogar eine Schrankwand kann einen da schon stören. Dann hätten wir hier noch Higher Rate Direct Sequence Spread Spectrum, also das hier bloß eben ein bisschen flinker, Extended Physical, und Sie sehen hier auch wieder Direct Sequence Spread Spectrum drin, beziehungsweise dieses Orthogonal Frequency Division Multiplex. Verschiedene Modulationstechniken, und wenn es dann hier noch weitergeht bei den Pünktchen, gibt es noch andere interessante Modulationstechniken, mit denen man dann noch ein paar Megabit mehr erreichen kann. Ich möchte Sie bei dieser Gelegenheit auch gleichzeitig noch darauf hinweisen, dass so ein Funkstandard, der dann also hier irgendwie so 54 Megabit oder auch 300 Megabit schafft,
dass diese 300 Megabit, diese 54 Megabit geteilter Durchsatz sind. Also wenn Sie gerade senden, können die anderen in ihrer Funkzelle, in ihrer Wireless LAN nicht senden. Das muss man sich teilen. Im Gegensatz zu zum Beispiel sowas hier, wo Sie dann an der zentralen Stelle im Stern auch eine Vermittlung aufbauen können. Also hier kann man, wenn man eine Vermittlung hat, mit dem man kommunizieren möchte, auch mal wirklich dieses Gigabit erreichen. Naja, so halbwegs. Es gibt natürlich schon auch ein bisschen Verschnitt und so, aber vielleicht können wir da auch mal eine Übertragungsrate von 100 Megabyte erreichen. Und andere senden auch noch. Hier geteilter Datenrate. Also die Zahl, die hier dran geklebt ist, die ist dann für alle. Zusammen in dieser, ja, die diesen Teil des Spektrums benutzen. In unserer Umgebung. Wenn wir weit genug weg sind, ist das Signal ja schwach genug. Es gibt auf den Androids eine ganz nette App, die habe ich mir mal besorgt, da kann man die Signalstärke der umliegenden WLAN Access Points betrachten. Da kann man dann angucken, wie stark zum Beispiel in der eigenen Wohnung, an welcher Stelle das Signal vom Access Point ist. Und dann geht man in ein anderes Zimmer und sieht, es wird schwächer. Und tritt dann ans Fenster, da sieht man, das Ding vom Nachbarn ist jetzt besser und so weiter. Also ich sollte vielleicht nochmal den Namen besorgen und Ihnen erzählen. Das ist noch ganz interessant. Jetzt müssen wir zum Zugriffsverfahren kommen. Ich habe ja schon vor 2 Wochen gesagt, oder einer Woche, ich weiß nicht so genau, CSMA-CD, das ist im Wireless LAN beim Funken zumindest sehr, sehr schwierig, so schwierig, dass wir es nicht anpacken wollen. Vielleicht gibt es nochmal irgendjemanden, dem da was dazu einfällt, wie man das raffiniert machen kann. Ich sage deshalb absichtlich nicht, geht nicht, sondern ich sage nur, wir machen es nicht, weil es uns zu schwierig ist, zu anspruchsvoll ist. Man braucht also einen anderen Mac-Layer. Wir wissen, wir haben diesen zellulären Charakter, wir wissen, wir haben diese Access Points. Ich sage am Ende noch was zum Thema Access Point und dessen Notwendigkeit. Wir wissen auch, dass der Kanal im Verhältnis zu so einem drahtgebundenen Netzwerk sehr unzuverlässig ist, also viele Bitfehler haben wird. Deshalb wollen wir erstens versuchen, da unten unsere Symbole irgendwie in den fehlerkorrigierenden Code zu übertragen. Und zweitens wollen wir, so wie beim HDLC besprochen, die Schicht 2 zuverlässig machen. Halbwegs zuverlässig machen. Das heißt, wir übertragen Frames bestätigt. Und es gibt so eine atomare Operation, Zugriff, Frame und das Acknowledge. Der Empfänger des Frames, der muss ihn bestätigen. Und das CSMA-CA, das heißt jetzt hier Distributed Coordination Function, da wird also erst so ein RTS geschickt, von dem der senden möchte. Der Empfänger zum Beispiel, der Access Point oder das Endgerät, antwortet mit einem CTS. Dann wird der Frame geschickt, wenn das Ding hier angekommen ist, und dann wird auch aufs ACK gewartet. Ich habe das hier unten mal so aufgezeichnet. Also hier, zu diesem Zeitpunkt, machen wir den Carrier Sense. Wenn kein anderer funkt, schicken wir mal ein RTS. Dann kommt dieser Short Interframe Space. Der RTS wandert hier rüber, der CTS wandert zurück, wird hier geschickt,
jetzt ist er hier angekommen, der CTS hier oben, jetzt können wir unsere Frame schicken. Jetzt warten wir wieder ein bisschen, ne? Frame, Round Trip, und also das ist der Trip erstmal von hier nach hier. Dann schickt der Empfänger den ACK und der kommt dann bei uns irgendwann hier so an. Weil, es gibt jetzt noch zwei erschwerende Randbedingungen. Erstens, Zuhören im Kanal ist eigentlich teuer. Weil wir nämlich unseren Empfänger einschalten müssen, das Signal verstärken müssen, der DSP muss wacker arbeiten, der da drin steckt. Das kostet Batterie. Strom erstmal und dann Batterie, weil wir ja meistens Wireless-Geräte haben werden. So was hier. Das meine ich hier mit teuer. Der physikalische Carrier Sense ist teuer und außerdem gibt es noch das Hidden Node Problem und das malt man an dieser Stelle immer gern, weil es irgendwie ja, ein schwierig klingendes Wort ist und einfach ein Sachverhalt dahinter. Malen wir also auch hier mal Hidden Node. Nehmen wir mal an, wir haben hier unseren Access Point, ne, so mit den zwei Antennenöhrchen. Und dann haben wir hier, der kriegt jetzt auch eine Antenne, irgendein Mobilgerät und hier. Wenn der jetzt zu dem hier funkt, dann ist das Signal hier immer schwächer und hier irgendwann mal so schwach, dass der es gar nicht hören kann. Das ist das Hidden Station Problem. Also, der hier weiß, dass es den gibt, ne, weil wenn der sendet, kommt natürlich hier an, aber hier ist es schon zu schwach, das Signal. Also, wenn wir hier Carrier Sense machen und der sendet gerade, das wird gar nicht anständig funktionieren. Den werden wir gar nicht hören. Und umgekehrt, na, den hier würden wir natürlich schon hören. Aber den hier oben nicht. Hidden Node Problem. Ja. Das hier wäre sozusagen unsere Basisstation. Deshalb, wenn wir hier mal reinhören und sehen diese Aktivität, hier wird gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählt, dann merken wir, dass wir hier gar nicht mehr eine Zeit lang auch gar nicht mehr senden sollten. Das hier, von hier bis hier, das ist eine Transaktion und dieser Distributed Interframe Space, der gehört da auch noch, DCF Interframe Space, der gehört da auch noch dazu, von hier bis hier. Wenn wir das festgestellt haben, dass da Aktivität ist, als Station, dann sollten wir gar nicht mehr, da können wir unseren Empfänger auch gleich wieder schlafen legen, brauchen gar keinen Carrier Sense mehr zu machen. Carrier Sense lohnt sich erst hier hinten wieder. Also, nehmen wir mal an, jemand anders macht das RTS-CTS. Also der mit dem. Dessen RTS sehen wir gar nicht. Wenn wir jetzt hier auch einen RTS schicken würden, dann würde das zwar hier ankommen, aber nicht hier. Jetzt kann der sich überlegen, wen er bestätigt. Er bestätigt zum Beispiel diesen hier mit einem CTS, schickt also das CTS raus. Aber das CTS, ich male es jetzt mal rot, das wird hier geschickt und das wird hier geschickt. Naja, eigentlich kann man das ruhig auch so vergrößert mal. Wenn wir das RTS hier schon nicht mehr wahrnehmen, also keinen Carrier feststellen und glauben, wir sind alleine, dann werden wir doch spätestens das CTS von dem hier sehen. Und dann wissen, das ist eine Bestätigung, aber die ist nicht an uns. Ärger, Ärger, Ärger. Das war ab hier, da müsste ein C stehen übrigens,
Ich habe diese Zeichnung schon mal korrigiert, aber ich weiß nicht, warum es wieder verloren gegangen ist. Also hier müsste ein C stehen. Von diesem Zeitpunkt, wenn wir das CTS als diese Station gesehen haben, wissen wir, dass wir so lange wie so ein Frame sein kann, Short Interframe Space, so lange wie so ein Frame sein kann, noch ein Short Interframe Space, noch der ACK gar nicht mehr reinhören müssen, unseren Empfänger also auch schlafen legen können. Spart Batterie. Wenn wir den RTS von einem anderen sehen, also das hier, können wir uns sogar noch länger schlafen legen. Network Allocation Vector heißt das hier. Network Allocation Vector. Können wir uns sogar noch länger schlafen legen. Erst nach diesem Distributed Interframe Space gibt es hier wieder so einen Zeitpunkt, ich habe das Contention Window genannt, das ist natürlich kein Rahmen, der geschickt wird, das ist einfach nur ein Zeitraum, in dem man wieder es mit dem RTS-CTS probieren kann. Also die Collision Avoidance in einem Wireless LAN basiert auf einer geschickten Verwendung von dem CSMA-CA, also geschickten Verwendung von dem RTS-CTS, plus diesem Network Allocation Vector, um mit dem Hidden Known Problem und der klarzukommen und Batterie zu sparen. Es gibt übrigens auch, das möchte ich hier unten noch kurz anfügen, die Möglichkeit, dass im Wireless LAN Peer-to-Peer übertragen wird, also zwischen zwei solchen Endgeräten, zwischen dem und dem hier. Das ist nicht bei allen implementiert. Ich habe vor ein paar Wochen gelesen, dass man das bei Androids, bei den Android-Endgeräten durchaus haben kann, dass man da also auch ohne Basisstation zwischen Wireless-Endgeräten direkt kommunizieren kann. Also man muss nicht immer eine Basisstation haben, aber in der Regel hat man sie natürlich trotzdem, weil es von dieser Basisstation aus drahtgebunden weitergeht. Entweder, naja, sowas da, oder DSL oder sowas zum Internet weitergeht. Generell, ich habe ja schon gesagt, ne, geteilter Durchsatz ist nicht nur halber Durchsatz, sondern geachtelter oder gesechzehntelter Durchsatz. Außerdem sind ja viele Leute in diesem Drahtlos, haben ja viele Nachbarn auch solche WLAN-Router oder WLAN-Access-Points da erstmal stehen. Es ist sowieso bei der drahtlosen Datenübertragung essentiell, dass man nach möglichst wenig Metern, und ich sage extra Meter, vielleicht wollen wir das auch irgendwann mal auf Dezimeter oder sowas reduzieren, nach möglichst kurzer Distanz ins drahtgebundene Netzwerk reinkommen. Das ist essentiell. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in wenigen Jahren noch Zellen haben, die noch kleiner sind und die wirklich dann nur ein paar Meter groß sind und dass wir dann in solche Bänke hier Access Points einbauen, die dann eben nur eine Reichweite von einem Meter oder sowas haben oder 50 Zentimetern. Near Field Communication sozusagen. Weil dann nämlich irgendwann mal alle mit solchen Drahtlosgeräten rumlaufen. Und nur so als Randbemerkung, es gibt ja ein paar Projekte, die sowas Ähnliches machen wie die MyTU, dass man im Hörsaal so Abstimmungsprogramme und solche Sachen hat. Und in manchen Großvorlesungen, wo dann also 1000 Leute sitzen, gibt es dann schon große Probleme, den Wireless LAN-Zugang zu gewährleisten. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen so ein Paper gelesen, dass dann solche Patch-Antennen für die Access Points an die Wand geklebt werden, die dann Richtcharakter haben, also dass zum Beispiel
in großen Hörsälen dann für so zwei oder drei Bankreihen eine gut gerichtete Patch-Antenne benutzt wird, um den Wireless LAN-Zugang, also der Funk dann auch gerichtet werden muss, um den Wireless LAN-Zugang in solchen Größenordnungen von Tausenden von Geräten, die gleichzeitig aktiv sind, zu gewährleisten. Mit einfachen Basisstationen, ne, hier so an die Wand 50 Stück hinhängen, das klappt dann schon nicht mehr. Wichtig bei jeder mobilen Datenübertragung, das sollten alle von Ihnen mitnehmen, möglichst schnell nach möglichst kurzer Distanz ins Festnetz, in ein drahtgebundenes Netz hinein. Jetzt betrachten wir also mal den Zugang zu einem Netzwerk auf den letzten Metern, auf der letzten Meile als erledigt oder zumindest gewährleistet. Das sind Techniken, in der technischen Informatik haben wir darüber gesprochen, wie Modems und DSL, Cable Modems, das sind die Wireless LANs, das sind die drahtgebundenen LANs, immer noch irgendwie mein Favorit. Und zwar gerade in dieser Star Controller Ausführung. Wenn wir jetzt also auf so einem Draht sind, in einem Wiring Cabinet, in einer zentralen Stelle bei dem Telekom Provider, dann müssen wir uns überlegen, dass diese Frames und dann auf einer höheren Schicht die Pakete, die da ankommen, dass die vermittelt werden. Weil es auch mit dieser Broadcast-Topologie auf der ganzen Welt, sagen wir mal, zumindest schwierig wird, bis auf ein paar Ausnahmen, schwierig wird, insbesondere wenn wir an Volumendaten denken, Webseiten angucken, Video gucken, Computerspiele und so weiter. Und deshalb müssen wir vermitteln. Und dieses Kapitel Vermittlungsdienste, insbesondere Paketvermittlung, das kümmert sich jetzt so im ISO-OSI-Sprech um die Schicht 3. Verbindung von all diesen Zugängen. Und da möchte ich noch kurz ausholen. Welches Problem müssen wir eigentlich lösen? N Teilnehmer, wobei unsere Annahme N sehr groß, Milliarden heutzutage. N Teilnehmer müssen dann miteinander verbunden werden. Und zwar so, dass wir zumindest temporär paarweise Kommunikationsbeziehungen aufbauen können. Also ich möchte mal mit dem hier kommunizieren und mal mit dem und mal mit dem. Wenn man das jetzt voll verkabeln würde, dann wird es schnell, erstmal schnell im N-Quadrat-Problem. Naja, in das voll verbundene Netz, da haben wir dann N mal N minus 1 Leitungen. Und ich habe vor schon eine ganze Menge Jahren mal gelesen, wie das in der Anfangszeit der Telefonie war. Da haben die Leute also tatsächlich Kabel gelegt. Von mir zu Ihnen und von und sie alle auch untereinander. Und da gibt es so Bilder aus New York von der Wall Street, wie der Himmel über der Wall Street schwarz von diesen Kabeln war. Weil die es nämlich echt voll verkabelt hatten. Das ist schon irgendwie über 100 Jahre her, dass das so war. Gleich nachdem Bell die Telefonie patentiert hatte, formulieren wir es mal so. Also die Leute haben da so eine Art volle Verkabelung hergestellt. Genau so. Und die Geschichte geht so weiter, dass irgendwann mal ein ganz blöder Eisregen in New York war und dann ist dieser ganze Segen runtergekommen. Die Kabel sind vereist, untereinander angeeist. Es hat sich dann so eine Art Dach gebildet und dann hat es da drauf geschneit und der Eisregen da drauf und dann hat es Patsch gemacht und das Ganze war unten. Und danach hat man dieses Problem hier richtig attackiert. Nämlich einen Stern aufgebaut. Das Netzwerk zu einer Sternstruktur umgebaut. Das heißt, man hat irgendwo eine Vermittlung hingebaut.
einen Vermittlungsknoten, den male ich jetzt mal hier hin, und n Leitungen. Diese n Teilnehmer werden also jetzt im Fall von 10 mit 10 Leitungen an die Vermittlung angeschlossen. Jetzt müssen wir allerdings das Vermittlungsproblem lösen. Jetzt haben wir nicht mehr das Verkabelungsproblem, jetzt haben wir das Vermittlungsproblem. Hier sind wir, naja, bei einer Milliarde Menschen hätten wir, bei einer Milliarde Endgeräte hätten wir hier, wie viel? 10 hoch 18 Kabel. Das klappt sowieso nicht. Hier haben wir nur noch 10 hoch 9 Kabel. Allerdings hätten wir dann eine ziemlich dicke Vermittlung und die eventuell auch ganz weit weg wäre. Also wir könnten irgendwo auf eine Insel oder so, was fällt mir da gerade für einen ein, muss schon eine größere sein, eine dicke Vermittlung bauen und alle werden dahin verkabelt. Das ist jetzt auch wieder irgendwie schwierig. Um also diese Sternstruktur zu skalieren, müssen wir ein vermaschtes Netz bauen. Wir brauchen also M Vermittlungen von dieser Sorte, jeweils einen Stern, und Sie sehen, das Ding habe ich einfach kopiert hier, und dann habe ich dazwischen so ein Backbone-Netzwerk gemalt. Dieses Netzwerk muss natürlich dann schon irgendwie kräftigere Verbindungen haben, falls mal drei von denen hier mit zwei hier und einem hier sprechen wollen. Also es gibt da, diese roten müssen schon Multiplex-Leitungen sein, und wie stark wir das dimensionieren müssen, da gibt uns diese Abschätzung von dem Herrn Erlang erste Hinweise. Deshalb haben wir auch darüber gesprochen. Die Leitungen zwischen den Vermittlungen, naja, kleiner gleich, m mal m minus 1. Wir können das natürlich auch wieder hier voll vermascht ausführen. Wir werden es aber sicher auch nicht voll vermascht ausführen. Und die Anschlussleitungen sind natürlich auch in der Größenordnung von n Teilnehmern plus ein bisschen was hier voll. Jetzt haben wir das Verkabelungsproblem irgendwie realistisch gelöst. Lokale Vermittlungen, die über irgendwelche Fernleitungen mit diesem roten Backbone verbunden sind, und das ist nicht mal hier wieder sternförmig verbunden und auch nicht vollständig verbunden, sondern vermascht, weil wir davon ausgehen, dass der größte Teil des Verkehrs lokal abgewickelt wird. Im augenblicklichen Internet wird übrigens nicht der größte Teil des Verkehrs lokal abgewickelt. Das hat aber auch damit zu tun, dass dieses Backbone-Netz im Augenblick vielleicht zu billig ist. Sich also nicht lohnt, Dienste wirklich vor Ort zu erbringen. Es gibt solche, wir kommen dann auch nochmal kurz drauf, zu einem späteren Zeitpunkt, es gibt ja so im Internet so ein Provider Akamai, falls Sie mal von dem gehört haben, der verhandelt nicht direkt mit Ihnen, aber das sind so Content Delivery Networks, da gibt es verschiedene, Akamai ist vielleicht der bekannteste davon, und wenn Sie auf irgendeine Webseite gehen, die zum Beispiel in Amerika steht, dann kommen die Inhalte transparent für Sie tatsächlich doch lokal vor Ort an, werden lokal vor Ort abgeliefert. Ohne dass Sie das da oben irgendwie im Browser sehen, sondern das spiegelt das Netzwerk dieses von dem Content Delivery Network Ihnen so vor. Also das funktioniert dann, wenn der meiste Verkehr lokal ist, beim Telefonieren eben, wenn wir viel in Freiberg telefonieren und manchmal Ferngespräche führen und ganz wenige internationale Gespräche führen. Ja, wenn aller Telefonverkehr hier in Freiberg, in der Uni erstmal nach Großbritannien oder so ähnlich müsste, dann wäre das vielleicht gut für die Spione, aber schlecht fürs Netzwerk, formulieren wir es mal so. Als nächstes möchte ich noch kurz darüber sprechen, was transportieren wir eigentlich an High-Level-Traffic, wenn wir auf Applikationsschicht denken. Was transportieren wir da? Wir transportieren einerseits Medienströme, also Audio-Video zusammen. Oder bei irgend sowas wie, sagen wir mal, bei Spielen, so
so Online-Games, da transportieren wir Updates von der Physics Engine und Chatströme und Clickstreams und solche Sachen. Also wir haben einerseits stromorientierten Verkehr und andererseits paketisierten Verkehr. Historisch, klassisch gibt es dafür dann auch stromorientierte Vermittlungen, das sind in der Regel Leitungsvermittlungen. Die sind konzeptuell synchron und es wird reserviert das, was wir brauchen. Das ist bei der Telefonie im Mobilfunknetz so, das ist bei der normalen Telefonie so, das ist bei den vielen Ansätzen der Videotelefonie so gewesen. Also bei ISDN-Telefonie. Also konzeptuell synchron und weil reserviert wird, ist die Dienstegüte, wenn Sie so wollen, eingebaut. Naja, eingebaut im Sinne von Hardware-Ressourcen, die benutzt werden bei der Leitungsvermittlung. Die Paketvermittlung, also für solche Dienste, die funktioniert wie bei den Briefen nach dem Store-and-Forward-Prinzip. Sie bringen Ihren Brief zum gelben Kasten, der da an der Straße, irgendwo an der Wand hängt, stecken das da rein, da lagert der zusammen mit anderen Briefen, die so im Laufe des Tages da bis 17 Uhr da hineinplumpsen in den gelben Kasten. Und dann kommt jemand mit einem gelben Auto und hält einen grauen Beutel drunter und macht da so eine Spezialklappe auf und dann sind die 100 Briefe in dem Beutel und dann schmeißt er den in sein Auto, fährt weiter zum nächsten gelben Kasten, dann kommen nochmal ein paar hundert Briefe dazu oder vielleicht auch nur 20 und irgendwann ist er mit seiner Runde fertig und dann wird diese vollen Säcke, die dann da entstanden sind, die im Auto zwischengelagert worden sind, beim Transport irgendwo auf einen großen Tisch geworfen und dann fängt wieder jemand an, die zu sortieren oder eine Sortieranlage natürlich. Nimmt den Brief, schaut auf die Adresse, die da drin steht, ja, wir sind jetzt hier bei dem Store-Teil, steckt das hier in den Sack rein, nimmt den nächsten, steckt es hier in den Sack rein, Postleitzahl angucken, hier hinein. Irgendwann sind wir den Tisch fertig, die Säcke sind gut gefüllt und dann kommt der erste in die richtige Richtung und der zweite, das ist der Forward-Teil und fahren die Autos los, liefern das da ab bei so einem Sortiercenter und dann wird wieder weiter sortiert. Das ist zwischendurch immer Storing und dann kriegt es der Briefträger und fährt es aus. Forward. Und am Ende lagert es wieder im Sinne von Store in Ihrer Inbox, in Ihrem Eingangsbriefkasten. Wenn wir dann über Electronic Mail reden, werden wir das übrigens auch wiederfinden mit dem Store and Forward. Und das ist ein asynchroner Dienst und wie jeder von Ihnen, der schon auf einen Brief gewartet hat, weiß, ist das auch ein bisschen schwer vorhersehbar. Der andere sagt, ist auf dem Postweg und Sie wissen, dass es dann jetzt morgen kommen kann oder erst in 3 Tagen. Also die Dienstegüte ist irgendwie inhärent best effort. Zumindest schwer vorhersehbar. Ich habe es vielleicht nochmal hier aufgemalt. Ne? Größe der, nicht nur vielleicht, ich habe nochmal versucht, das hier in dieser Zeichnung klar zu machen. Die Größe der vermittelten Dateneinheit beim POTS, Plain Old Telephony System. Ja, da schalten wir Leitungen, da haben wir wirklich eine elektrische Verbindung. Ja, da transportieren wir irgendwie Elektronen. Beim ISDN transportieren wir Bytes, vermitteln wir Bytes. Beim ATM vermitteln wir diese 48 Byte großen Zellen, bei LANs diese 1500 Byte großen Pakete, bei IP kann es sogar bis 9000 Byte sein. Theoretisch auch noch mehr, aber aus allerlei Implementierungsbeschränkungen war es dann ziemlich bald schon bei IP 9000 Byte maximal pro Paket und heutzutage schickt man meistens nur noch 1500 Byte große IP-Pakete ab. Aber ja, wenn Sie dann anschauen, wie die Dienstegüte bezüglich Jitter und bezüglich Delay ist und auch bezüglich Fehlerrate, dann sehen Sie, dass die hier in diesem System ziemlich gut ist und dann schön absinkt, bis wir hier angelangt sind. Ja, IP-Pakete vermittelt im Internet. Dass die Dienstegüte mindestens best effort
Und wenn man dann Fehlerraten oder sowas nachzählt, da gehen schon mal Pakete verloren im Sinn, und die Wahrscheinlichkeit liegt dann in der Größenordnung von 10 hoch minus 2 oder sowas. Wenn es gut ist. Und wenn es super ist, 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 4. Und wenn es schlecht ist, nur 10 hoch minus 1 oder sowas. Dann macht das Surfen auch schon allmählich wenig Spaß. Wenn wir jetzt über Vermittlung, so stromorientierte Vermittlung sprechen, dann klassisch ist so eine Vermittlung ja so aufgebaut gewesen im leitungsvermittelten System. Ne? Ich habe eben über New York von vor 100 Jahren gesprochen, dass da ein Mensch sitzt, irgendwie früher das Fräulein vom Amt, ne? Und wenn man also eine Verbindung aufbauen will, dann macht man sich erstmal beim Fräulein vom Amt mit dem Klingeln bemerkbar. Und wenn die Zeit hat, steckt sie also ihren Kopfhörer in ihren Eingang hinein. Das sieht die ihrem Eingang ihre Buchse da an. Da ist so ein kleines Schauzeichen drüber oder war, dass sie gerne telefonieren würden. Und dann steckt sie ihren Kopfhörer da rein und Sprechzeug und fragt sie, mit wem sie denn telefonieren wollen. Und dann sagen sie es und dann sagt sie, okay, ich versuch's mal. Dann steckt sie ihr Sprechzeug woanders rein und kurbelt ein bisschen da unten an ihrem Tisch. Den Kurbelgenerator reinstecken, kurbeln, dann rausziehen und das Sprechzeug hinein mit dem Ziel reden und sagen, dass dann ein Telefonanruf ist. Und dann nimmt sie so ein Stück Kabel mit zwei Steckern und verbindet den Anrufer mit dem Angerufenen. Und am Ende müssen beide noch sagen, es reicht uns jetzt, dann kann man dieses Verbindungskabel wieder rausziehen aus dieser Matrix von Telefonleitungen. Ich weiß nicht, ob ich es in der technischen Informatik erzählt habe. Es hat da mal einen Bestattungsunternehmer gegeben, der wohl, so sagt man jedenfalls, dessen Geschäft zusammengebrochen ist, weil der Konkurrent das Fräulein vom Amt bestochen hatte. Und der hat dann, dieser Herr Strauger, sich automatische Vermittlungen einfallen lassen, konstruiert. Das war damals ein insbesondere elektrotechnisches Unterfangen. Der Aufbau von so einer Vermittlung ist also, das habe ich ja eben schon angedeutet, wir haben hier so eingehende Leitungen und abgehende Leitungen. Und dann hier ist eine Line Termination, hier auf dieser Leitung zum Kunden, da können ja allerlei dumme Sachen passieren, insbesondere Kurzschlüsse. Und es wäre jetzt irgendwie unangenehm, wenn das hier das Koppelfeld zerstört werden würde. Dann gibt es hier noch so eine Exchange Termination, da geht es im Wesentlichen um Spannungskonvertierung und solche Dinge. Und dann haben wir innen drin die Vermittlung. Und die Aufgabe der Vermittlung, das ist so eine Cross-Connect-Aufgabe. Ja, wir haben Eingänge und Ausgänge und die muss man hier verbinden. Das kann man physisch mit einem Stecker machen. Kreuzschienenverteiler fallen mir da ein. Das kann man, oder man kann irgendwie diese Leitung, ja, man kann zwei Stecker haben und so ein Verbindungskabel da nehmen, um zum Beispiel diesen Eingang mit diesem Ausgang zu verbinden und den Eingang mit dem Ausgang hier zu verbinden. Und dann können die ja miteinander sprechen. Wir haben vielleicht auch noch Fernleitung, wir müssen ja das hier, das Szenario auch bedienen. Und dann wird das zu einer anderen Vermittlung weitergeleitet. Hier haben wir zum Beispiel drei Leitungen, die auf dieser Fernleitung gemultiplext werden. Und wir können hier und hier dann Verbindungen herstellen und irgendwann natürlich auch wieder rückgängig machen. Das ging ursprünglich mal per Hand, mechanisch, dann elektromechanisch, dann transistorbasiert und alles zusammen wird Raummultiplex genannt. Raummultiplex im Sinne von in so einem Kreuzverteiler Verbindungen herstellen. Man kann Bits und Bytes vermitteln in Zeitmultiplex-Schemata oder in Speichervermittlungen. Man kann Zellen vermitteln und man kann Pakete vermitteln. Die elektrische Durchschaltung, Strauger,
und danach, das ist ein Raummultiplex. Und ja, das ist ein einfacher Schalter, mit dem man sowas machen kann. Also von da nach da verbinden oder irgendwas umklappen oder so. Und elektromechanisch sieht das dann so aus, dass man hier einen Motor hat. Und dem Motor kann man sagen, verbinde bitte diesen Eingang mit dem Ausgang, mit dem Ausgang, mit dem Ausgang oder mit dem Ausgang. Im klassischen Telefonsystem wollen wir zum Beispiel die Nummer 6663 anrufen. Das habe ich hier so gemacht, damit die Zeichnung horizontal wird. Da haben wir nämlich hier die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und die 0. Die 0 ganz hinten dran. Wie bitte? Na, ist egal. Kommen wir gleich drauf. Diese Dinger hier, da brauchen wir also hier so einen Motor, am besten einen Schrittmotor. Dem geben wir einen Impuls, der fängt immer hier von oben an. Dem geben wir einen Impuls, dann schaltet er von 1 auf 2, noch einen Impuls, noch einen Impuls, noch einen Impuls, noch einen Impuls, bis er hier unten angelangt ist. Wir müssten also dann 9 Impulse geben, damit er hier zum Nuller kommt. Und genau das macht dieser Wählscheibenapparat. Na, Entschuldigung, wir gehen von so einer Parkstellung mit einem Impuls auf den 1er und mit 10 Impulsen auf den 0er und mit 6 Impulsen auf den 6er. Diese Impulse erzeugt das klassische Telefon. Wer hat schon mal mit dem klassischen Telefon telefoniert? Da hinten gibt es einen. Wissen Sie, wie es geht? Hörer abheben. Hörer abheben. Der übrigens im Vermelde Deutsch Handapparat heißt. Abheben. Dann wartet man, bis man so einen Wählton kriegt. Und dann dreht man an der Wahlscheibe, zum Beispiel wenn man 6er hat, so lang, steckt man den Finger in das Loch, auf den, unter dem eine 6 steht, dann dreht man das bis zu so einem Anschlag, bis noch nichts passiert. Jetzt lässt man los und dann macht es Tacker, 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 Tacker. 6 solche Impulse. Und die 6 Impulse treiben diesen Motor an und der schaltet hier auf den Ausgang 6. Jetzt stecke ich meinen Finger wieder in die Wahlscheibe, drehe, lass los, und weil es jetzt ein 6er ist, geht das nächste mit dem nächsten Wähler so weiter. Und mein Taka-Taka-Taka-Signal kommt jetzt immerhin schon hier an, in-band. Ne? Dann wähle ich noch eine 6, Taka-Taka-Taka, kommen wir hier an, dann stecke ich mal den Finger in die 3, ziehe das bis zum Anschlag, lass los, dann tackert es dreimal und dann wird das Ding hier auf den Ausgang 3. Das ist so eine mechanische Zunge, ne, die an dem Motor hängt und dann so rüber geht. Diese Dinger, naja, man macht das nicht hier einen und hier einen, hier einen, hier einen, sondern es ist so zweidimensional, immer zwei zusammengefasst, die nennt man Hebdrehwähler. Kann man im Museum angucken. Wenn man das für so ein Netzwerk mit so Transistorschaltern benutzen will, dann muss man hier an den Eingängen diese Anzahl Impulse zählen und dann übersetzen in so ein Level für die Transistoren, die hier stecken. Die Basis von so einem Transistor vom dritten, wenn man 3 gewählt hat, muss dann eben hier in dieser Sequenz hier oder hier der zweite Transistor, muss man die Basis vom zweiten Transistor dann eine 1 anlegen und dann wird er durchgeschaltet. Das hier, die elektrische Durchschaltung im klassischen Telefonnetzwerk. Wir haben hier, es gibt für das auch moderne Varianten und insbesondere ganz aktuelle Varianten. Wir können hier elektronische Schalter haben und diese elektronischen Schalter sind jetzt dann das Äquivalent von diesen Dingern hier, von diesen Hebdrehwählern. Das ist auch der Grund, warum ich es eigentlich erzähle. Nicht nur, weil es irgendwie... Naja, gut, ich erzähle es auch, weil es irgendwie interessant ist und Spaß macht. Aber dieses Paradigma kann man auch auf elektronische Schalter anwenden. Also wir
haben hier einen Datenstrom, hier einen Eingang, der zweite, der dritte, der vierte, hier vier Ausgänge, hier vier, hier vier, hier vier, hier auch. Und wenn wir jetzt mal den hier anschauen, wenn diese vier Eingänge, ja, diese ankommende Leitung, da kommt jetzt also als erstes Steuerinformation an. Und die erste Ziffer von der Steuerinformation sagt, welcher von den vier Ausgängen soll denn angewählt werden, 0, 1, 2 und 3. Wenn da jetzt ein Dreier kommt in den ersten zwei Bit, dann wird der Ausgang gewählt. Oh, jetzt kommt ein Zweier. Von hier kommt ein Zweier, dann kommen wir zu diesem Ausgang, der ist hier wieder Eingang. Und jetzt zum Beispiel einen Einser. Dann würden wir hierhin weitergeleitet und hier geht es raus. In dieser Vermittlung müssten wir also hier als erstes eine Ziffer zwischen 0 und 3 haben, als zweites eine Ziffer zwischen 0 und 3 und dann nochmal eine Ziffer zwischen 0 und 3, damit wir dann von hier zum Beispiel hier rausgehen. Wenn wir hier eine 2 haben, kommen wir hier raus, dann eine 1, um hier rauszukommen und dann meinetwegen noch eine 0, um hier oben rauszukommen. Bräuchte ich also 6 Bit, um hier durchzukommen. Und jeder von diesen Schaltern würde an unserer Dateneinheit vorne zum Beispiel 2 Bit abknabbern. Nachdem die 6 Bit konsumiert sind, läuft das hier durch und wenn wir wieder so eine Matrix von elektronischen Schaltern hier hinten dran hätten, im Nachbarraum oder in Dresden, dann würden die wieder ein paar Bit abknabbern und wieder so durchschalten. Die aktuelle Variante von sowas, das sind Photonic Networks. Da wird das Licht end-to-end durchgeschaltet und wir würden dann diese Schalter hier oben entweder extern konfigurieren oder vielleicht auch in-band irgendwie die ersten Bits auswerten, um dann hier die richtige Durchschaltung zu machen. Übrigens, man beachte, dieses Netzwerk blockiert unter Umständen. Wenn nämlich der erste hier auf dem Ausgang 2 raus will und der zweite auch aus dem Ausgang 2 raus will, dann blockiert das. Dann müssten wir wahrscheinlich das hier, das zweite, verwerfen. Also solche mechanischen Koppelfelder, mechanischen bzw. elektronischen Raumkoppelfelder, solcher Space Multiplex bzw. Raumvermittlung, die hat es historisch gegeben und die gibt es jetzt auch wieder für die optische Variante. Es ist auch gar nicht so ungeschickt, weil man damit hohe Performance hinkriegen kann. Als nächstes möchte ich über Bit- und Byte-Vermittlung sprechen. Das hatte ich ja hier als zweites auf der Liste. Ein Ansatz, also die Aufgabe ist eigentlich die folgende. Ich habe hier eine Sequenz von Bytes. Das Lilane, das Blaue, das Grüne, das Gelbe, das Orange und das Rote, das sind eigentlich Indizes. Ne? Und die möchte ich umsortieren. Also auf der anderen Seite soll nicht das Lilane als erstes rauskommen, sondern das Orange. Warum? Weil hier das Lilane kommt von da und das Blaue von da und das Grüne von da und das Gelbe von da und das Orange von da und so weiter. Das Gelbe von hier, Orange hier, Rot hier, Regenbogen. Dahin, 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 dahin und dahin. Und weil das hier in der festen Sequenz verteilt wird und hier in der festen Sequenz ankommt, muss ich die Dinge hier drin umsortieren. Und da fallen uns zwei Hauptideen ein fürs Umsortieren. Feld. Wir benutzen, hier kommen solche Bytes an, zum Beispiel mit 8000 Stück pro Sekunde. Hier ist der Telefonie. Mit 8000 Stück pro Sekunde kommen die hier an.
auf diesem Bus hier, der mit wesentlich höherer, mit dem Vielfachen dieser Geschwindigkeit betrieben wird, zum Beispiel ein Megabit statt 64 Kilobit auf diesen einzelnen Leitungen hier, da gibt es Frames. Und hier diese 64, diese 8000 Bytes, die 64 Kilobit, die werden hier kurz zwischengepuffert. Wenn 8 da sind, dann können die einen Augenblick lang aufgehoben werden, bis hier der richtige Zeitschlitz vorbeikommt. Wenn wir dem hier sagen, dieser Exchange Termination, der Exchange Termination Q, sagen wir, schick das Byte, was da als letztes angekommen bitte, in den Frame an der Stelle J. Und der Exchange Termination 8 sagen, nimm doch bitte im Frame das Byte an der Stelle J und schick's hier raus. Dann haben wir von Q nach P vermittelt. Auf überraschend einfache Art. Also als ich das zumindest das erste Mal gesehen habe, wie das funktioniert, habe ich auch wieder da gesessen mit halb offenem Mund und mir gedacht, warum habe ich da nicht dran gedacht? Das wäre doch so schön einfach. So einfach genug, damit ich auch sogar ich drauf komme. Ne? Bin aber nicht drauf gekommen. Hat jemand anderes vor mir vielleicht schon erledigt. Ich war jedenfalls beeindruckt. Wegen dieser eleganten Vermittlung. Übrigens, den Multicast, den kriegt man hier auch noch einfach hin. Man sagt einfach, ne, wenn der hier in den Zeitschlitz sendet, dann sagt man dem und dem und dem hier, hört doch im Zeitschlitz an der Stelle J zu. Und schon haben alle in der Gruppe das Byte gekriegt. Also, Multicast ist auch noch einfach. Und übrigens diese Idee, dass man da drin Multicast macht, auf diese einfache Art und Weise, die hatte mein Doktorvater, der Peter Schultes, und das hat er auch in einem Projekt verfolgt und implementiert. Also der hatte so eine einfache Idee. Da kam er irgendwann mal morgens im Büro an und sagte, ich habe da eine Idee. Multicast einfach und die Vermittlung ja super einfach. Das Einzige, was man machen muss, wir brauchen irgendeinen kleinen Prozessor, der sich überlegen muss, in welchem Zeitschlitz, also auf welche Exchange Termination kommt es an, wo muss es raus, und dann muss er da irgendwelche Zeitschlitze für die finden, sodass das hier reingeschrieben wird und der da das wieder rausnehmen kann. Er muss also nur diese Exchange Terminations kontrollieren. Und sonst braucht es noch ein bisschen Logik, die diese Frames hier generiert, das ist nicht so schwierig, und hier diese Exchange Terminations, die mitzählen können müssen. Nichts als mitzählen. Ab dem Frame Start. Ich habe hier noch hingeschrieben, Sonderfall Ethernet, da macht man es irgendwie so mit Paketen statt mit Bytes, und wir benutzen eine verteilte Zugriffssteuerung. Und das nächste, was uns einfällt, oder was den Leuten eingefallen ist, ist der Memory Time Switch. Und die Idee ist, da kommen viele Bytes in irgendeiner Sequenz und die müssen andersrum umsortiert wieder rausgeschickt werden. Schreiben wir doch einfach diese Bytes hier in der richtigen Reihenfolge in den Speicher und lesen wir sie in der konstanten Reihenfolge, in der festen Reihenfolge wieder aus. Oder umgekehrt schreiben wir es in der festen Reihenfolge in den Speicher und lesen es in der variablen Reihenfolge wieder aus. Das ist was Sie in Ihrem PC auch mal locker programmieren könnten, wenn Sie Lust haben. Paar Audiokarten reinstecken, ein paar Telefone dran und schon können Sie eine Vermittlung programmieren. Jedes Byte kommt in den Speicher und aus diesem festen Speicherbereich wird es rausgenommen und über den Bus da auf der richtigen Karte rausgeschickt. Also, hier gibt es einen schlauen Geist, der sieht, das erste kommt an diese Adresse, dann macht man eine Tabelle, ne? Das zweite kommt an diese Adresse, das dritte hierhin, das da hierhin, das hier dahin, das da kommt da rein, ne? Die Farben unterscheiden sich kaum, aber es sollte eigentlich ein Unterschied sein, das hier kommt dahin, das da kommt dahin und so weiter. Und dann gibt es jemanden, der das in fester Sequenz ausliest.
Also den als erstes, den als zweites und schon haben wir die Zeitlage geändert. Also einzeln adressiert ins RAM schreiben, sequenziell auslesen und jetzt fällt einem ein, das haben wir doch schon mal gemacht. Wo haben wir das gemacht? Beim Videoadapter, beim Bildschirm. Da schreiben wir im Speicher an dieser Stelle die Farbe schwarz und da die Farbe schwarz und hier schreiben wir weiß und hier und hier und hier und hier und hier schreiben wir ins Memory so ein Rostrot hinein, so ein Braun. Genau das macht man beim Bildwiederholspeicher von der Grafikkarte auch. Also irgendwie randomisiert zugreifen, wenn wir so einen Buchstaben malen wollen oder wenn wir so eine Linie malen wollen, dann malen wir eben in das Pixel schwarz hinein und in das und in das und in das. Müssen wir bloß uns überlegen, in welche Pixel wir das schwarz reinmalen und dann wird das irgendwie so sequenziell aus dem Speicher ausgelesen und zum Display geschickt. Ist dasselbe Prinzip und tatsächlich haben die Leute solche Vermittlungen teilweise auch mit Video-RAM-Chips gebaut. Ja, irgendwann mal, weil die Aufgabe ein bisschen anders ist, weil die Video-RAMs zu groß geworden sind, haben die dann eigene Chips dafür gebaut. Und die Verbindungssteuerung ist, wir müssen nur diese lustige Tabelle hier, nach der wir aus diesem Frame mit den Bytes, mit den Audio-Bytes, könnten ja auch Video-Bytes sein, die Bytes hier rausnehmen und in die richtige Stelle in den Speicher schreiben wollen. Diese Tabelle muss ich verwalten, da stehen immer so Tupel drin, Zeitschlitznummer, Speicheradresse und fertig. Multicast kriegen wir auch hier einfach hin, indem wir ein Byte in mehrere solche Speicherzellen hineinschreiben. Verbietet uns ja niemand, dieses Gelbe hierhin zu pflastern und hierhin und hierhin und hierhin. Auf die Weise könnten wir Multicast erreichen und war gar nicht mal so schwer. Okay, an dieser Stelle machen wir jetzt hier mal Feierabend. Das ist jetzt zwar ein paar Minuten zu früh, aber das hier wird mir nicht gelingen, das noch komplett zu erzählen. Deshalb danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit heute und wir sehen uns am Mittwoch um dieselbe Zeit, am selben Ort. Auf Wiedersehen.